Nazis steht in Großbuchstaben auf den Fahrzeugen der Essener Tafel. Und auch der Eingang der ehrenamtlichen Einrichtung ist beschmiert. Hintergrund der Parolen ist offenbar der vorübergehende Aufnahmestopp für Ausländer, den die Essener Tafel in der vergangenen Woche beschlossen hat. Bei den Graffiti-Schmierereien handelt es sich unter anderem um das Wort Nazi. In den Fällen ermittelt natürlich auch der Staatsschutz. Wir prüfen natürlich, ob die Schmierereien in Zusammenhang stehen mit den Vorkommnissen der letzten Tage. Der Leiter der Essener Tafel stellt sich schützend vor die ehrenamtlichen Mitarbeiter. Wenn mich die Leute doof finden, ist das so, aber es ist eine Schweinerei, unsere Freiwilligen zu diffamieren, sagt er und ergänzt, die Nazischmierereien sollen nicht entfernt werden, jeder solle das sehen. Denn es gehe der Tafel nicht darum, Ausländer auszuschließen, sondern bei ständig steigenden Ausländerzahlen, zuletzt 75%, auch Deutschen wieder eine Chance zu geben. Die Mitarbeiter in Essen hätten beobachtet, dass bestimmte Kunden nicht mehr kämen. Ältere Frauen etwa, Alleinerziehende mit kleinen Kindern. Sie fühlten sich nach Einschätzung der Tafel unwohl in Gegenwart vieler, vor allem junger Ausländer. Die Tafel zog daraufhin die Reißleine. Die Betroffenen hätten mit Verständnis reagiert. Jeden Mittwoch haben wir 50 bis 60 ausländische Familien wegschicken müssen. Da gab es keine negativen Kommentare. Man hat ihnen das vernünftig erklärt und dann wurde das akzeptiert. Mit der Maßgabe, in 2 Monaten sieht die Welt anders aus. In 2 oder 3 Monaten können wir wieder welche aufnehmen. Es gab nicht eine einzige Beschwerde. Die jetzige Hetzkampagne gegen die Essener Tafel jedoch macht Sator zu schaffen. Er sagt, er sei kurz davor hinzuschmeißen.